Neu anzufangen ist schwer. Es ist der Schritt ins Ungewisse, der Sprung ohne Netz, das Schwimmen im offenen Meer. Alles wollen, einiges können, manches wissen. Ohne wie, ohne wohin und manchmal ohne warum. Die Vergangenheit hinter und die Zukunft vor uns. Doch am Studienzentrum Rothenburg fangen wir neu an. Wir wagen den Sprung. Wir öffnen, wir finden, wir stellen uns vor, wir greifen, wir hören, wir entdecken, wir lesen und lernen uns kennen. Wir sind mutig und offen, freundlich und herzlich, neugierig und sympathisch. Wir sind hilfsbereit und kollegial, kommunikativ und fokussiert. Wir lernen modern und finden alles unter einem Dach. Wir fördern zielstrebig und präzise. Nutzen modernste Systeme, um gut zu lehren. Neueste Technik, um gut zu lernen. Sammeln Wissen digital und betreuen analog. Wir unterrichten innovativ und individuell. Hängen uns rein und hängen ab. Wir suchen und finden. Wir grübeln und fragen. Wir tippen und kritzeln. Wir gehen voran und erleben. Wir sammeln Augenblicke und Eindrücke und beeindrucken andere. Mit Tatendrang und Fleiß. Wir inspirieren und verbinden. Wir starten durch. Wir wollen die Herausforderung. Wir wollen uns spüren. Wir wollen wissen, warum und wissen, wofür. Wir halten an. Wir atmen durch und geben wieder alles, um noch einen Schritt weiterzukommen. Denn ein Neuanfang ist immer eine Chance, ein Grund mehr zu wollen und Altgedientes neu zu denken. Eine Zeit, den Blickpunkt zu ändern und innezuhalten. Eine Zeit, den Überblick zu gewinnen und wieder einzutauchen. Wir finden Gleichgesinnte, formen Ziele, schaffen Perspektiven und tragen Verantwortung für uns und für alle. Wir erfüllen unseren Auftrag, aber keine Klischees. Wir stechen heraus und gehen voran. Wir beweisen uns und überzeugen andere. Wir stärken die Einzelnen und werden die Vielen. Wir knüpfen Netzwerke. Wir feiern und flirten. Wir helfen und schützen. Wir sehen das Kleine und gehen aufs Ganze. Gemeinsam packen wir es an. Wir sind auf dem Weg. Bereit für neue Aufgaben. Wir sind das Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rothenburg an der Fulda.